Hallo und willkommen zurück zu Atelier Fieres. Die Aufnahme fange ich jetzt gerade nochmal neu an, nachdem ich nach 5 bis 10 Minuten gemerkt habe, wie sehr ich mich verzettel. Denn wir haben einige Sachen, die wir jetzt neu herstellen können. Und ich möchte anfangen mit dem, wo ist er, der Köder? Unser lecker aussehender Köder. Und dann dachte ich, ach komm, bevor wir den jetzt machen, da können wir hier nochmal so einen flüssigen Katalysator bauen. Vielleicht können wir den ja nutzen. Und dann habe ich festgestellt, oh, da fehlen mir jetzt 5 Punkte rot. Dann kann ich ja nochmal den roten Neutralisator bauen. Und das dauert dann alles unendlich lange. Das mache ich dann alles in Ruhe. Wir werden jetzt also nur Sachen herstellen, die neu sind, die wir für die Quest brauchen. Und dann mal weiterschauen. Also Angel ist mein Ziel und dieser Köder. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was wir da am besten einsetzen. Grün und Blau. Ich glaube, hier haben wir gar kein Blau. Nehmen wir mal Grün. Am besten die Muscheln. Die kriege ich ja hier immer wieder in der Stadt. Quality 100, nee. Oh je, oh je. Also bleibt nur diese hier. Und diese, warum auch nicht? Und hier ist eigentlich egal, nehmen wir Blau. Ja, komm. So, wollen wir irgendwelche Trades übertragen? Nein. Ich weiß auch nicht, wenn wir denn... Wir brauchen die Köder auch für die Angel. Ob wir da dann noch Trades übertragen können, ob das irgendwas bringt, ich glaube ja nicht. Und sonst baue ich sie halt nochmal neu. Das Mehl ist blau. Der hat nur einen. Naja, komm, dann machen wir das mal so. 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 Und dann reicht es. Ah, sogar noch 5 Punkte über. 21 Stunden für 3 kleine Köder. Da vergeht einem doch die Lust aufs Angeln. Also für mich sehen die nicht lecker aus, aber ich bin ja auch kein Fisch. Hab ja ein anderes Sternzeichen. Alles klar, es ist fertig und es sieht ja noch leckerer aus, als ich dachte. Und es schaut doch gerade niemand zu. Vielleicht probiere ich mal ein bisschen. Aber das ist ja Fischfutter. Ah, aber. Puh, da bin ich... habe ich dem Verlangen gerade nochmal widerstanden. Es muss wirklich ein fantastischer Köder sein, wenn er selbst mich verzaubert. Aber ich bin sicher, das wird auch mit Fisch funktionieren. Ich sollte ihn direkt bei Mia vorbeibringen. Nachdem wir die Angel gebaut haben. Das könnte nämlich auch noch ganz interessant sein, wenn wir mal mit dem Fischfang beginnen können. Und wie es der Zufall so will, braucht die Angel zweimal Fischköder,
Und wir haben dreimal Fischköder, können also einen mal mehr abgeben. Lila können wir noch steigern. Aber es steigert sich, glaube ich, auch ganz automatisch, wenn ich hier jetzt einfach mal so einen billigen nehme. Damage Absorb. Nee, das bleibt so. Achso, hier brauchen wir eh zwei Sachen. Das heißt am besten Kaninchenfelle oder Federn. Wir haben jetzt auch so sehr viele Federn. Aber alle haben Traits. Power of Beasts. Da beginnen langsam die guten Traits. Den könnte man nehmen, der ist natürlich gigantisch groß. Dann nehmen wir noch einmal Kaninchenfell. Ja, okay. Trades übertragen. Ich wüsste nicht, was wir der Angelroute für Trades übergeben sollten. Falls es sich lohnt, bitte in die Kommentare schreiben. Wir brauchen eigentlich nur Lila, es ist also völlig egal. Nämlich nur die großflächigen zuerst. So. So, und was hat die Angel für einen Effekt? Man kann damit Fische fangen. Ist das nicht super? Ach so, warte mal. Genau. Was man gerade gesehen hat, wir haben drei Erfahrungspunkte Standard bekommen und drei Bonus-Erfahrungspunkte für das Herstellen dieser Angel. Ich merke noch immer nichts von diesen plus 5 Erfahrungspunkte, die wir durch diesen Alchemie-Beistelltisch, den wir da gerade hinter Vieres sehen können, eigentlich kriegen sollten. Eventuell ist es auch ein anderer Effekt, dass wir einfach jetzt Produkte herstellen können, die noch 5 Level zu hoch für uns sind. Aber ich habe jetzt kein Rezept, was zu hoch für uns ist, glaube ich zumindest nicht. So, ja genau, eine Angel. Jetzt kann ich so viel angeln, wie ich möchte. Man muss irgendwo hingehen, wo sich das Wasser kräuselt und dann X drücken. Und irgendwann gibt es ein Ausrufezeichen. Dann muss man nochmal relativ schnell X drücken. Und es gibt verschiedene Angelrouten. Und jede Angelroute kann halt unterschiedliche Sachen fangen. Wir sollen versuchen, sie alle zu sammeln. Okay, das heißt, diese Angelroute kann Fische fangen. Oh, mein Magen knurrt. Ich hoffe, ich kann leckeren Fisch fangen. Also vielleicht können wir mit den anderen Angelrouten dann ganz andere Sachen fangen, also keine Fische. Jetzt gucke ich nochmal eben nach Rezepten. Haben wir irgendwas? Das müsste ja hier auch mit dem X oder Dreieck oder was auch immer versehen sein. Auf jeden Fall nicht mit dem Kreis, wenn wir unser Level zu niedrig ist. Ich glaube aber, wir könnten vom Level her alles machen. Ja, schade. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Logi müssen wir noch vorbei und zu Mea. Dann weiß ich jetzt auch gar nicht, soll ich mir diesen anderen Beistelltisch von Mea dann noch kaufen, wenn wir doch anscheinend keine extra Erfahrungspunkte dafür bekommen. Fürs Schmieden dann. Bistro. Logi.
Logi, da ist etwas, was ich mit dir besprechen möchte. Ja, schieß los, worum geht's? Du möchtest also quasi dem Schiff eine Rüstung anlegen, damit es durch die Wasserrose kann. Ich war ja schon von der Wasserrose sehr überrascht, aber deine Idee überrascht mich mindestens genauso. Ja, wieso, das ist so ungestüm? Ich müsste lügen, um zu sagen, dass dem nicht so wäre. Aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist. Wenn du eine Wasserrose durchqueren willst, dann ist die Stärke des Schiffs lebenswichtig. Die Hülle in Metall zu kleiden, würde die Stärke erhöhen. Ich denke, es ist ein Versuch wert. Oh, wirklich? Super. Siehst du, bist du nicht froh, dass du gefragt hast? Ja, du hattest völlig recht, Lia. Mit einer Rüstung ums Schiff können wir selbst durch eine Wasserrose fahren. Logi hat dem zugestimmt, also muss es gut sein. Ich bin noch nicht so überzeugt. Aber die 100 Ideenpunkte nehme ich trotzdem gerne mit. So, wo ist denn Mia? Immer noch hier. Hallo. Ah, Firis, hast du leckeren Köder herstellen können? Ja, bitte, Mia. Ich habe versucht, den Köder herzustellen, von dem wir gesprochen haben. Wow, der sieht aber lecker aus. Schluck. Hey, ob das wohl okay ist, wenn ich ein bisschen davon probiere, nur um es zu testen? Nein, das solltest du nicht tun. Er mag zwar lecker aussehen, aber ich glaube nicht, dass das für Menschen gedacht ist. Okay, verstehe. Das ist aber schade. Mia, ich weiß genau, wie du dich jetzt fühlst, aber ich darf es hier nicht offen zugeben. Okay, ich versuch's dann einfach mal mit diesem Köder. Du solltest auch mal zusehen. Wow, ich habe so viel gefangen, ich bin schockiert. Fische sind schon einfältige Geschöpfe. Sie haben gebissen wie verrückt, nachdem ich einfach nur den Köder gewechselt habe. Ja, aber der Köder sah schon echt lecker aus. Hast du was gesagt, Firis? Nein, gar nicht. Ach übrigens, du angelst ja schon für eine ganze Weile, Mia. Ist denn mit dem Laden alles in Ordnung? Ach, der Laden? Ah! Ah!
Ach Mist, den habe ich ja total vergessen. Das ist übel. Was mache ich denn jetzt? Das ist wirklich übel. Diesmal werde ich mir richtig Ärger einhandeln. Tut mir leid, ich muss sofort zurück zum Laden. Wir sehen uns später. Ja, das passt zu Mia. Ich hoffe, sie wird jetzt nicht von Kai ausgeschimpft. Ach ja, Mia war ja auch Kais jüngere Schwester. Vielleicht weiß sie auch einiges über Schiffe. Ich sollte sie auch mal fragen. Ja, jetzt gerade, wo sie eine Minute weg ist, fällt es dir ein. Das dauert den ganzen Tag, da wieder hinzulaufen und zurück. Können wir hier auch irgendwo angeln? Nee, ne? Irgendeine Quest hat angefangen. Ja, einfach mich im Flussheim ein bisschen bewegen. Das kann ich gut. Ein bisschen spazieren gehen. Oh, nee. Also... Die meisten Zuschauer wissen jetzt, glaube ich, wie diese Person hier gerade aussieht. Hey, du hast doch vorhin mit Mia gesprochen, oder? Wer bist du? Oh, tut mir leid, mein Name ist Firis. Oh je, sie misstraut mir. Ich bin Mias Freundin, weißt du? Du bist also Mias Freundin und die da auch? Ja, genau. Ich bin auch Mias Freundin. Mein Name ist Liane. Ja, ich verstehe. Ihr seid also beide Mias Freunde. Dann muss ich mich jetzt auch vorstellen. Nein. mein Name ist Escher. Oder eigentlich Eska wird es dann ja ausgesprochen im Spiel. Aber ich sag trotzdem weiter Escher. Ich bin auch Mias Freundin. Dann haben wir alles gemeinsam. Ja, da hast du recht. Und was machst du gerade, Escher? Gar nichts. Mia hat gesagt, sie sei beschäftigt. Ja, weißt du, Mia muss sich ja auch um ihren Laden kümmern. Aber ich habe eine Idee. Willst du vielleicht mit mir spielen? Ja, Firis, wir haben auch sonst gerade nichts zu tun, ne? Ja, macht es dir auch nichts aus? Nein, viel Zeit habe ich aber nicht. Aber ein bisschen, das geht schon. Okay, das ist gut, dass du jetzt nicht den ganzen Tag opfern möchtest. Wirklich? Oh, danke, Firis. Also, was möchtest du dann spielen? Haus? Sagt mir jetzt nichts. Das ist wahrscheinlich... Ne, ich habe jetzt keine Ahnung. Oder im Wasser rumplanschen? Das ist mir egal. Das kannst du dir aussuchen, Escher. Okay, dann spielen wir Tick. Und du bist zuerst, Firis. Und los. Oh,
Was? Escher, das jetzt aber plötzlich? Ah. Ja, danke, Firis. Heute war wirklich spaßig. Ja, und ich bin auch sehr dankbar, dass ich jetzt Escher nicht in der ganzen Stadt hinterherrennen musste, um sie zu fangen. Ah, das freut mich. Egal, ich muss jetzt jedenfalls nach Hause. Spielen wir bald mal wieder. Ich bin fertig, Lia. Ich bin völlig fertig. Kinder in ihrem Alter sind immer voller Energie. Du warst eins auch so, sagt Liane wieder mit ihrem verliebten Blick. Scheint so, als ob Escher Spaß gehabt hätte. Du solltest auch mal wieder mit ihr spielen. Da hast du recht, aber nächstes Mal sollten wir Haus spielen. Oder irgendetwas, was nicht so viel Ausdauer erfordert. So, Quests. Ich guck gerade, wir haben jetzt schon 14 Uhr. Ich denke, zu Meas Laden werde ich es nicht schaffen rechtzeitig. Da müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Tja, was machen wir jetzt? Werden wir noch eine Sache basteln, denke ich, und dann... Was? Ach, eine neue Quest, Play with Escher? Okay, das könnten wir jetzt auch machen, wenn sie denn da ist. Sie ist jetzt wahrscheinlich nicht da. Doch. Nee, ist sie nicht. Nee, komm. Wir basteln jetzt eine Sache, dann oder komm, es ist jetzt 18 Uhr, ich gehe jetzt einfach zu Mea. Zur Not warte ich da ein bisschen an dem Laden. Und danach zurück ins Atelier. Ich muss später auch unbedingt mal schauen, wie viel Zeit wir so verbraten haben jetzt hier in der Stadt. Da habe ich gar keine Ahnung. Können wir Ren noch mal einen Blick reinwerfen? Wenn sie nicht schon zu hat. Ah, war ja klar. Arbeiten alle nur halbtags. Abends um 8 schon Feierabend, wie geht das denn? Ja, okay. Sind jetzt zwar 6 Stunden, aber zum Atelier hin und zurück, das wären auch so 3-4 Stunden gewesen. Dann hätte ich eine Sache basteln können, die 3 Stunden Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt können wir mal was zerdeppern eigentlich, ne? Na komm, jetzt müsste sie aufmachen. Willkommen. Mea-chan ga majimeni omise o yatteru?
Mehr führt jetzt hier den Laden wie eine ganz normale Person. Hey, du sagst das so, als wäre ich immer so nachlässig. Hör auf damit. Das tut mir leid. Bist du denn neulich ausgeschimpft worden? Ach nö, war alles gut. Mein Bruder ist immer sehr nett zu mir. Naja, ein bisschen Schimpfe habe ich schon bekommen. Aber nichts, weswegen man sich Sorgen machen müsste. Na, das freut mich aber. Aber ich will dich noch etwas fragen. Du weißt doch viel über Schiffe, oder Mia? Schiffe? Ja, ich weiß schon mehr als der Durchschnittsbürger darüber. Du willst also tatsächlich ein Schiff bauen, was eine Wasserrose durchqueren kann? Das ist ja leicht zu begreifen. Und ich glaube, es ist auch eine gute Idee. Dir fallen immer so spaßige Sachen ein, Firis. Aber lass mal sehen, was brauchst du denn, um eine Wasserhose zu durchqueren? Das erste, was mir da einfällt, ist ein Ruder. Das Ruder ist doch der Teil des Schiffes, der die Richtung bestimmt, oder? Genau. Wenn du ganz vorsichtig die Richtung bestimmen kannst, dann kann man auf Orte zielen, wo die Wasserhose am schwächsten ist und da einfach durchsegeln. Ich bin da aber keine Spezialistin, also kann ich das nicht mit Sicherheit sagen. Ach nein, das war schon wirklich hilfreich. Danke, Mia. Ach, mach dir deswegen mal keine Sorgen. Kauf einfach schön weiter in meinem Laden ein, ja? Ja, ich behalte das im Hinterkopf, wenn ich was brauche. Ein Ruder mit großer Manövrierbarkeit. Tja, da muss ich mal Meas Idee in die Tat umsetzen. So, dann gucken wir nochmal die Angebotspalette durch. Und das ist halt die Frage, soll ich das jetzt kaufen hier, das Precision Instrument Set, wo es unklar ist, ob es mir was bringt? Ansonsten kann ich mit dem Kram hier nicht viel anfangen, aber komm, ich kaufe das mal. Wahrscheinlich kriegen wir dann nächste Woche ein Rezept dafür. Aber für das letzte, was wir gekauft haben, haben wir auch kein Rezept bekommen. Also was wir von Tiana noch gekauft haben. In der Hoffnung, dass es mir irgendwie in der Alchemie hilft. So. Ich denke, wir müssen jetzt ins Atelier. So, oder dahin. Mal sehen, ob Escher da ist. Nö. Doch. Hey, Firis, was geht? Bist du hier wieder zum Spielen hier? Ja,
Mr. Boca. Ja, ich habe gerade Zeit. Was sollen wir denn heute spielen? Vielleicht können wir ja, Steine werfen. Also ich glaube jetzt einfach einen Stein gegen die Mauer und wer am nächsten an der Mauer bleibt, gewinnt. Oder ist es dieses Teil, dieses Hüpfspiel, wo man halt auf verschiedene Felder hüpfen muss und dann mit, indem man vorher einen Stein da hinwirft und so. Oder wir spielen wieder Tick. Ah, nee, ich weiß. Wow, jetzt haben wir aber viel gespielt. Ja, Firis, und als nächstes sollten wir... Hm, was war das denn gerade? Hat etwa dein Magen geknurrt? Ja, vom Spielen kriege ich immer so Hunger. Irgendwie ein bisschen peinlich. Ach, mach dir deswegen keine Sorgen. Du bist doch noch im Wachstum, Escher. Hier, du kannst diese Kekse haben. Wow, was Süßes. Und die kann ich wirklich haben? Ja, natürlich. Ich habe sie selbst gebacken. Aber du kannst so viel davon haben, wie du möchtest. Ja, super, ich esse sie. Danke, die waren wirklich lecker. Gern geschehen. Jetzt bin ich glücklich. Du guckst auch so glücklich. Du magst Süßigkeiten wirklich sehr gerne, Escher, oder? Ja, die Stammzuschauer wissen, dass eine gewisse Escher gerne Süßes isst. Aber kann es sich hier um dieselbe Person handeln? Ist es möglich? Spielen wir etwa... Ja, das wäre ja auch nur vielleicht 10 Jahre vor dem... vor der Dusk-Reihe mit Escher. Das heißt vielleicht 5 Jahre vor Aisha und kann dann so schnell Trockenheit entstanden sein? Ach, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen ist Escher ja auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Also es kann nicht die gleiche Escher sein. Nein, die Escher aus Escher und Logi, die wäre... hätte keinen Grund, irgendwie nach Flussheim zu kommen. Ja, Kuchen ist immer gut und ich mag besonders Apfelkuchen. Ich verstehe. Dann mache ich nächstes Mal ein bisschen was Süßes für dich. Wirklich? Selbstgemachte Süßigkeiten von Firis? Ja, ich freue mich schon wirklich drauf. Oh, jetzt muss ich aber langsam mal nach Hause. Ja, also wir sehen uns bald wieder. Danke für die Süßigkeiten, Liane. Also, Firis, du hast wirklich den Mut, mich herauszufordern. Was? Wo habe ich dich herausgefordert? Die Süßigkeiten. Deshalb hast du doch Escher gesagt, dass du Süßigkeiten für ihr machen willst, für sie machen willst, oder? お菓子作りには妥協しないの。フィリスちゃんの腕前見せてもらうとしようかしら。
Ich gebe immer mein Bestes, wenn es um Süßigkeiten geht. Und ich werde dich genau beobachten, wie gut deine Fähigkeiten sind. Oh, für Lia scheint das alles eine ernste Angelegenheit zu sein. Das könnte mal Probleme bereiten. So, und was sollen wir ihr jetzt vorbeibringen oder noch nichts? Okay, den besten Keks herstellen, den wir können. Also Steinkeks, ich weiß ja nicht, ob das die richtige Übersetzung wäre. Aber das können wir durchaus mal machen. Mal sehen, wie gut wir mittlerweile im Keksebacken geworden sind. Oh, entschuldige mich. Ja, es ist wirklich Firis. Ja, wer sollte sonst in deinem Atelier sein, Sophie? Ja, das habe ich dir doch gesagt. Zweifelsohne ist das hier Firis Atelier. Das sind ja Fräulein Sophie und Plachta. Lia, träume ich gerade? Soll ich dir in deine Wange kneifen, um es zu testen? Es wird aber nichts an dem ändern, was du da vor dir siehst. Ja genau, das hier ist kein Traum. Es ist eine Weile her, Firis. Oh, Fräulein Sophie. Ach, jetzt wein doch nicht, Firis. Komm schon. Ja, und da dachte ich, sie wäre langsam ein wenig erwachsen geworden. Aber wenn Sophie da ist, wird sie wieder zum Kind. Das ist bei Sophie genau gleich. Wenn sie Firis gegenübersteht, ist sie wieder ganz wie früher. Naja, ich vermute, das bedeutet einfach, dass die beiden gut miteinander auskommen. Ja, ist wahrscheinlich. Aber auch du wirst dadurch ein wenig eifersüchtig, oder? Ja, ein bisschen. Oh, Fräulein Sophie, ich hab dich so vermisst. Alles in Ordnung? Hast du dich wieder beruhigt? Ja, tut mir leid deswegen. Ich habe angefangen zu weinen, sobald du reingekommen bist. Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich war so glücklich, dass ich am liebsten auch geheult hätte. Aber warum bist du überhaupt hier? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie du, Firis. Ich wollte mit der Fähre fahren. Und auf dem Weg haben wir dein Atelier gesehen.
Also wollten wir dir einen Besuch abstatten. Wir dachten, du wärst schon längst auf die andere Seite übergewechselt. Aber da haben wir wohl Glück gehabt. Firis, wir können doch gemeinsam auf dem Schiff fahren. Was ist denn los? Würdest du nicht gerne mit mir auf dem Schiff fahren? Ja, so nicht. Nein, deswegen nicht. Ich dachte, du wüsstest es schon, dass der Schiffsverkehr hier in der Stadt zum Erliegen gekommen ist. Was? Was soll das denn bedeuten? Das wusste ich ja gar nicht. Naja, ist doch ganz normal. Du bist ja auch gerade erst angekommen. Deine Einschätzung macht es nur schmerzhafter. Aber da du so hart an dem Problem arbeitest, wird es wohl alles gut werden. Ja, weil du es aus eigener Anstrengung so weit geschafft hast, Firis. Genau. Dass du es überhaupt bis in diese Stadt geschafft hast, ist schon ein Beweis für deine Anstrengungen. Und wenn man dann bedenkt, wie viel Arbeit du schon erledigt hast, dann wirst du auf jeden Fall das Problem dieser Stadt lösen. Da glaube ich ganz fest daran. Ja, ich werde es auf jeden Fall schaffen, dass ein Schiff durch die Wasserhose kommt. Aber falls du Probleme hast, lass es mich wissen. Ich helfe dir so gut es geht. Aber jetzt müssen wir wohl erstmal los, Plachter. So, das ne. Unkobing hat tomatte iru ijo, watashitachi mo Ich stimme zu. Seitdem die Transportschiffe gestoppt sind, hängen wir ja eh in der Stadt eine Weile fest. Ja. Also wenn ihr uns sehen wollt, besucht uns. Wir sehen uns später. Ja, interessant. Dabei könnte Sophie das wahrscheinlich mit einem Fingerschnippen lösen, das Problem. Aber sie möchte ja wahrscheinlich, dass Firis das aus eigener Kraft schafft, um Firis auch ein bisschen Selbstbewusstsein zu geben. Ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich Sophie und Plachter hier treffen würde. Aber ich bin so glücklich, dass sie da waren. So, das können wir in einen Container stellen. Wir können einen Springbrunnen herstellen, warum auch nicht? Keine Ahnung, wie wir auf diese Rezeptidee gekommen sind. Ich stelle den anderen Alchemietisch mal dazu. Und da steht wieder: Increase Proficiency Experience by 8 for Synthesis. Das heißt, ja, die Berufserfahrungspunkte steigern um 8. Steigern sich um 8 bei Synthese. Und hier waren es 5. Keine Ahnung. Gut. Ach, so sieht er aus. Dann reden wir hier nochmal mit den Leuten.
Aber seit wir in Flussheim sind, haben die nicht viel Neues zu sagen. Und dann machen wir jetzt noch einmal die besten Kekse, die wir hinkriegen. Und dann können wir die in der nächsten Folge dann abgeben bei Escher. So, Rock Cookies. Wo seid ihr? Fangen wir mal mit den Erdnüssen an. Auf jeden Fall grün. Mit viel Platz. Dann sollten wir hier auch... Qualität sollten wir vielleicht auch berücksichtigen. Ich weiß ja nicht, was der Maßstab ist für die Besten. Dass wir den grünen Balken voll kriegen, dass wir gute Qualität haben, man weiß es nicht. Hier nehmen wir auch mal grün. Sehr schön, haben wir noch das gute Wasser. Achso, das reicht schon. Dann nehme ich vielleicht doch besser die Milch. Oder... ja, wir können auch versuchen, die blauen Sterne noch ein bisschen voll zu kriegen. Ich mache noch mal einmal blau. Da könnte ich einmal destilliertes Wasser entbehren. Und dann ist die Frage, wenn wir jetzt auch nochmal nach grün filtern. Ja, da habe ich keinen wirklich guten mehr, leider. Nee, und dann nach Qualität sortieren. Nehmen wir den. So, jetzt ist die Frage. Nehmen wir noch einmal Milch, würde ich sagen. Oder ich sortiere auch nochmal nach Qualität. Müsste ja noch nach Qualität sortiert sein jetzt gerade. Ich denke, das sollte reichen. Dann haben wir 70er Qualität und den grünen Balken, den kriegen wir da schon voll. Nee, ohne Katalysator. Den könnten wir drehen. Also beziehungsweise drehen nicht, aber... aber so. Das ist doch okay. Jetzt haben wir 27. 27 und 7 sind 34. Wir kriegen also 2 raus. Das ist okay. Jetzt haben wir grün voll. Und wie sieht es jetzt mit blau aus? Nee. Dann müssen wir es anders machen. Nehmen wir hier erst blau. Jetzt grün. So, Qualität 73. Und alle Sterne voll. Besser kriege ich es momentan nicht hin. Sonst müsste ich vielleicht nochmal sammeln gehen oder was auch immer. 73 Qualität ist schon ein bisschen mies, ne?
Hallo, ich komme mal rein. Ich habe was zu knabbern mitgebracht. Ich habe sie aus dem Laden in der Nachbarschaft. Möchtest du kurz Pause machen, damit wir sie gemeinsam essen können? Okay, dann mache ich ein bisschen Tee dazu. Ich mach auf, Firis, okay? Okay. Hallo, Firis. Ich habe was zu knabbern mitgebracht. Möchtest du die gemeinsam... Oh, tut mir leid, ich habe mich in der Tür geirrt. Nein, das ist die richtige Tür. Aber dann warte, sag mir nicht, dass... Bist du etwa ein Geist, der hier in dem Atelier haust? Oder hier in dem Atelier spukt? Was soll ich nur machen? Firis, geht's dir gut? Hey, Firis, kennst du die seltsame Frau da? Sophie-sensei! Ja, das ist Fräulein Sophie. Firis-chan! Firis, da steht ein Geist zwischen uns. Ein Geist? Wo? Was meinst du? Ja, Sophie hat ja extreme Angst vor Geistern. Ah, das war so lecker. Jetzt fühle ich mich richtig glücklich. Ja, ich mich auch. Aber es war schon überraschend, dass ich in das Atelier reinkomme und da war schon jemand, den ich noch nicht kannte. Ja, etwas derartiges ist mir auch noch nie passiert. Weißt du, dass mich jemand Geist nennt? Ja, es tut mir aufrichtig leid. Das war sehr unhöflich von mir. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Ach, das macht doch nichts. Was jetzt viel wichtiger ist, die Süßigkeiten, die du hergestellt hast, waren wirklich lecker, Sophie. Oh, wirklich? Dann mache ich sie irgendwann nochmal wieder. Ja, gerne. Ja, jetzt bin ich aber schon sehr lange geblieben. Ich sollte bald mal gehen. Wir sehen uns dann. Ist sie deine Alchemielehrerin? Sie ist, naja, wie soll ich sagen, ziemlich lebhaft. Ja, das auf jeden Fall. Und sehr gütig. Ja, da hast du recht. Das konnte man auch leicht sehen. Ich bin da ein wenig eifersüchtig. Hm, was war das? Egal, ich muss dann mal los. Ja, wäre natürlich interessant zu erfahren, bei wem oder bei welchem Lehrer Ill Unterricht genommen hat in Alchemie. Und sag nicht Keith Griff Hazeldine, dann hat sie nicht zu lachen. Arigato. Oishikatta wa.
Ja, danke für den Tee. Es war sehr lecker. Auf Wiedersehen. Il schien ein wenig anders zu sein als sonst. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Okay. Super Zeitpunkt, um abzuspeichern. Und wir sehen uns dann morgen, wenn wir wieder mit Escher spielen oder ihr Süßigkeiten bringen oder was auch immer. Bis dann. Tschüss.